W moim ogródecku rośnie ruzycka, napój mi Maniusiu mego kunicka. Nie chcę, nie napoję, bo się kunia boję, bo się kunia boję, bo jestem młoda. Nie chcę, nie napoję, bo się kunia boję, bo się kunia boję, bo jestem młoda. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Rückkehr nach Przesówka. Wir sind im August angelangt. Letzten Monat habe ich noch ordentlich Gas gegeben und habe einige Aufträge abgearbeitet, sodass sich unser Konto gefüllt hat, und zwar ordentlich gefüllt hat. Aber wie das halt immer so ist, haben wir direkt auch Geld ausgegeben. Es gab ein paar Umbaukosten. Ich hatte hier Besuch bekommen und mir wurde gesagt, hier das Benzinfass, das darf nicht auf unbefestigten Boden stehen. Deswegen haben wir hier gepflastert. Es wurde dann direkt bis unter das Silo gepflastert, paar Randsteine. Sag mal so, ich bin mit der Ausführung nicht super zufrieden, aber die guten Herren vom Ordnungsamt waren das. Und deswegen also ausreichend. Deswegen, ja, über kurz oder lang wird es ja nochmal bestimmt irgendwann noch einen Umbau geben. Aber erstmal so reicht das. Aber das Gute ist, wir können das hier auch dann gleich, jetzt da wir hier einen Abfluss haben, auch als Waschplatz benutzen und müssen das nicht so auf dem Hof machen. Was wir ja natürlich noch nie gemacht haben. So einfach, so auf dem Hof. Des Weiteren habe ich ein Tauschgeschäft, beziehungsweise ich habe natürlich drauf gezahlt, aber ich habe mich dafür entschieden, dass wir diesen Schwader hier kaufen und unseren haben wir dafür in Zahlung gegeben. Hier ist schon was vorbereitet, das gucken wir gleich, und der Anhänger ist immer noch gemietet. Da bin ich auch noch am Überlegen, aber wird Sinn machen durch die Aufträge, die ich auch wieder, also ich habe den schon ordentlich benutzt. Ist aber immer noch gemietet. Ja, heute steht an, August, es ist mittlerweile schon 10 Uhr. Ich habe gedacht, wir fahren so auf so eine kleine Ackerkontrollfahrt mit dem Moped. Und würde sagen, ich hoffe, ihr versteht mich, so dass das mit dem Helm hier einigermaßen funktioniert. Wir fahren mal zu den Feldern ein bisschen, um einmal zu gucken, was gerade heute jetzt so bei uns ansteht und so weiter. Ja. Da können wir gleich hier anfangen. Unser Weizenfeld ist erntereif. Zusätzlich haben wir hier den Auftrag, das auch mit abzuernten, den Hafer. Aber da ist noch nicht die Feuchte so, wie wir es wollen. Deswegen, das wird erst heute Nachmittag gemacht. Dann haben wir das Feld ja schon zusammen vorbereitet. Hier würde ich gerne Raps andrillen. Das hatte ich ja schon erzählt. Und da habe ich auch schon mit Jacek telefoniert. Das machen wir heute jetzt auch gleich noch in diesem Video. Und er hat ein neues Spielzeug. Leider ist mein Trecker zu klein. Deswegen fahren wir nachher zu ihm rüber und leihen uns Sämaschine inklusive Trecker aus. Dann ja, war dieses Feld ja hier brach und ich habe das gekauft. Auch das Feld wird nach der Ernte
Vielleicht ernten wir das sogar. Da sind wir schon in Gesprächen. Werden wir kaufen. Das heißt, ich würde sagen, wir machen auf beide einfach jetzt Raps drauf, damit wir genügend Futter dann haben. Wie machen wir das? Wir fahren zu unserem eigenen Haferfeld, sage ich mal. Jetzt auch nochmal kurz eine Kontrollfahrt machen, wie das da aussieht. Tiere und so habe ich heute Morgen schon gefüttert. Das ist natürlich alles schon durch. Den Kälbchen geht's gut. Schweine muss ich verkaufen. Und da hat auch das Ordnungsamt gesagt, der Schweinestall ist noch okay, weil er Bestandsschutz hat. Aber sie würden empfehlen, dass wir uns mal überlegen, ob das über kurz oder lang noch Sinn macht, Schweine zu halten oder einen neuen Schweinestall aufzubauen. So, würde ich sagen. Achso, hier, das Feld habe ich fast vergessen. Upsa. Ja. Hier ist ja auch hier Weizen drauf, der ist auch erntereif. Der wird natürlich dann heute Nachmittag in dem Zuge auch abgeerntet. Genau, dann fahren wir zu dem Feld und dann fahren wir gleich zu Jacek. Er meinte, er hat uns schon alles hingestellt, so dass wir nur vorbeikommen müssen und das abholen. Auch bei Jacek ist wieder ein Feld zum Abernten dabei. Wir fahren mal hier lang, gucken von der Seite, dass wir nicht so weit fahren. Unser Haferfeld, wie sieht das aus? Oh, das kann sogar noch ein bisschen. Das ist noch gar nicht so weit. Ich glaube, das kommt erst im September zur Ernte. Jo. Okay, ich habe jetzt gedacht, auch diesen Monat, aber dann passt das. Gut, dann lass uns mal zu Jacek fahren und uns sein neues einen Trecker hat er schon länger. Hat auch einen Ursus, aber mit etwas mehr Kraft. Echt jetzt? Sollst du mich hier vorbeilassen? Oh, nee. Ach, da steht schon. Hat man gerade schon gesehen. Ich weiß nicht, ob wir reinfahren können. Naja. Genau, und zwar hat sich Jacek eine neue Drille gekauft. Den Trecker hat er uns hingestellt. Mal sehen, was. Kommen wir gleich. Ich sag erstmal Bescheid, dass wir da sind, dass wir uns das abholen. So wie ich ihn kenne, hängt der Schlüssel schon. Und er kocht immer irgendwie gerne mit seiner Frau. So, vielleicht stelle ich das Moped hier hin. Hier stehen. Ja. Und dann sage ich kurz Bescheid. Bitte, Jacek. Ja, ja sobie wezmę teraz ciągnika i nasiewnik i ruszam w pole, dobra? Dobra, dzięki. No tak, i ja tak. Po południu wtedy u ciebie będę kosić. Dobra, na razie. Genau. Er hat schon gesagt. Heute Nachmittag dann bei ihm auch dreschen. Mal kurz gucken. Was ist das Feld? Wir fahren da mal vorbei. Mit dem jetzt. So. Gibt es. Ja. Genau. Da ist das gute Stück. Also, der hat den großen Ursus und der hat. Was hat er sich denn hier überhaupt gekauft? Er hat mir das schon gezeigt. Ich war gestern schon ein bisschen da. Er hat eine 4 Meter Bäderstadt. Ja. Rapid irgendwas. Sich geholt. Ich glaube, das ist sogar eine Direktsaat mit Düngefunktion. Ich hoffe, wir können auch ohne Dünger
das betreiben. Aber werden wir sehen. So. Dann würde ich. Oh, schwarzer Dachhimmel. Sexy. Das habe ich nicht gesagt. Normalerweise sind in den alten Dingern ja immer. Ist das angehoben? Ja. Oh, komm. Na, oh. Ja, okay. Normalerweise in den. Ui. Gibt der Front ab? Okay. Sah nur so aus. Okay. Gut, wir fahren mal da lang. Dann können wir hier auch nochmal gucken. Genau, auftanken müssen wir es natürlich. Hier haben wir einmal sein Feld, was wir auch abernten müssen. Das ist hier. Gerste noch. Muss aber spät dann mit Gerste. Und da hinten haben wir noch einen Auftrag angenommen. Also wir haben drei Ernteaufträge angenommen. Die bringen nicht viel. Aber das Gute ist, es gibt so eine Verträge hier in Polen, ne? Wer einem hilft, der kriegt, wenn man eventuell mal Land kauft, Rabatte. Und das ist etwas, was das wieder sehr attraktiv macht. Das heißt, deswegen werde ich auch weiterhin gucken, dass ich in der Umgebung möglichst viele Felder mit bearbeite. Ja, fangen wir hier hinten an. Irgendwas klappert da doch, oder? Oh, das liegt auch nach. Was ist das denn für ein Feld hier? Nee. Also wir sind zwar ganz gut, was der Kontostand angeht, aber wir müssen trotzdem aufpassen. Immer schön vorsichtig. Wir können nicht zu viel auf einmal machen, weil die Einnahmen der Ernte kommen immer erst spät. Ah, ja, und dann müssen wir auch ganz doll im Hinterkopf behalten, unser altes Silo. beim Pflastern mir aufgefallen, oh, das ist gar nicht mehr so cool. Eieiei, das sind halt auch immer wieder neue Sachen, die gar nicht sein müssen. Aber so. Was ist denn das für ein Geräusch? Schick ist er, ne? Den pflegt er hier auch ordentlich. So, lass uns mal gucken. Haben wir denn überhaupt? Jetzt sag bitte nicht, ich hab noch Saatgut da. Mineraldünger, Kalk. So, oh. Ah, okay. Stadt. Ja, so. Was ist das hier noch? Das ist Dünger. Sind die Dinger fast leer. Also mal gucken. Ich wollte eigentlich das ohne Dünger benutzen. Also auch mal testen, ob das überhaupt geht.
Okay, vorne gehen wir den Dünger hin. Ui. Ist ja fast voll. Hä? Stand da nicht eben gerade irgendwie 500 Liter? Gut, okay. Ist ja jetzt nicht so wichtig. Besser ist mehr. Nicht vergessen, dass das Ding ja etwas breiter ist, als ich es gewohnt bin. Ja, genau, mit dem Striegel da unten, habt ihr gesehen, da habe ich letztens hier ein bisschen Unkraut weggemacht. Da bin ich mir auch gerade noch nicht sicher, wie ich da weiter vorgehe. Richtige Saatgut auswählen. Wollten Raps. Na, was denn? Raps. Runterlassen. Einmal anschalten. Lasset uns sehen. Wie weit muss ich? Hier gibt es auch diese Spurreißer. Vielleicht sollte ich die mal benutzen. Ja, das sieht doch jetzt eigentlich ganz gut aus. Und okay, was ja schon mal sehr gut ist. Kommen wird schwierig, ne? Da ist noch Rasen. Zwar cool das Ding, aber für die kleinen Felder. Ja. Also ich liebäugel ja auch mit einer eigenen Sämaschine. Die kann ich euch ja auch mal zeigen. Aber mein Fuhrpark ist zu schwach dafür. Das ist halt leider. So. Ordentlich Dampf. Jacek hat leider seine alte sozusagen Entzahlung gegeben. So, das ist ja aber auch schwer. Das. Ah. So. Wieder rum.
machen diese Geräusche ein bisschen Sorgen, die der Trecker hier macht. Ja, und dann können wir. Ja, wir haben halt viel zu tun, ne? Also Ballenaufträge könnte ich sehr viele machen. Ach, und da wollte ich euch auch was zeigen. Und da müsst ihr mir dringend eure Meinung in die Kommentare schreiben. Weil da weiß ich auch gerade nicht, wie ich. Was ich machen soll. Was ist jetzt los? Sagen, also schaltet er denn nicht hoch? Das zeige ich euch mal gleich nach dem Feld. Da. Boah, da bin ich gerade auch wirklich unschlüssig. So eine gezogene drinne ist auch ganz cool. Aber ist halt um einiges größer, ne? Denn da nicht an? Aber das sieht gut aus. Das sieht so aus, als könnten wir aufs andere Feld fahren. Dann drehe ich mal da vorne. Wir fahren auf das hintere Feld. Es geht plötzlich schnell. Wenn ihr die Drehzahl nicht braucht. Dann ist der Trecker hier ganz schnell. Und ich bin dann bei diesen Feldern, das ist gut, hier ist nur Wiese, bei diesen Feldern bin ich dann mir halt auch immer nicht so sicher, wenn ich die dann alle besitze mal, was ja der Plan ist, ob ich dann die zusammenfüge oder ob ich das einfach so lasse. Zusammenflüge. Also erstmal wird es definitiv bestimmt so gelassen. Aber für die Zukunft. Hallo Baum. Na.
Was mir jetzt hier schon wirklich aber gefällt, ist, dass ich kein Dünger unbedingt brauche. Es gab irgend so eine Saatmaschine, glaube ich, wenn du kein Dünger drin hattest, hat sie dann auch nicht gesät. Das ist echt gut mit der Wiese hier. Sehr schön. Ach, doch nochmal zurück. Oder nicht? Ja, doch. Dann werden wir noch ein bisschen, glaube ich. Entschuldigung. So, muss ich zurück oder muss ich nicht zurück? Oh ne, mein Monk sagt, ich muss diese Flecken hier oben. Das ist mir eigentlich egal. Aber das da unten, das hier in der Mitte geht halt gar nicht. Ja. Jetzt sollte ich mich erstmal ausrichten. So. So. Warum fein? Guti. Spuren noch weg. Fahren. Ah! So wie das kein Mensch bestimmt macht. Wenn wir schon dabei sind, auch hier. Mal jetzt mal gucken. Nee, jetzt sag mir. Hatte ich die Sämaschine nicht an? Oh, da müssen wir. Hatten wir hier aber nicht in der Probe. Bin ich jetzt doof? Hatte ich nicht in der Probe das hier schon Gülle drauf war? Geguckt? Ich hatte hier extra mir den Trecker mit Gülle hingetan. Dann hatte ich gesehen, da ist ja schon was drauf. So. Und ne? Wer einmal nicht nachdenkt, läuft zweimal, sagt man immer, glaube ich. Das ist noch mal. Aber, ne? Ja. Okay, ihr Lieben, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir fahren das gesamte Gespann. Ei, 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 fällt mir gerade noch was ein. Was mache ich jetzt mit dem Saatgut?
müssen wir hier noch ausladen. Müssen wir dann wieder einpacken. Das können wir ja hier ausladen. Und ich fahre das Gespann dann einmal zurück zu Jacek. Er hat gesagt, ich brauche es nicht waschen. Er muss ja dann auch nochmal drillen. Was ja schon mal gut ist. Und boah. Hau ab da. Sehr schön. Aber das Jacek wieder auf dem Hof. Und ich sag dann mal vielen lieben Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ja. August wird voller Arbeit, hat noch ein sein. Ah, nee, stopp, Moment. Jetzt habe ich schon. Moin, Rüben. Genau. Wir gucken einmal noch ganz kurz in den Shop, was ich meinte. Und dann könnt ihr mir ja mal unter das Video schreiben, was ihr denkt. Oder was ihr sagt zu dem Angebot. Ja. Kommt er da noch vorbei? Ja, das ist, glaube ich, gut so. So, ich zeige euch das mal in der App. Und zwar. Hier juckt mich das alles nicht. Das ist alles viel zu groß. Aber der Ballenladewagen, den ich eigentlich haben wollte. Für die Quaderballen. 14% reduziert. Das ist nicht so günstig, muss ich sagen, für fast 4 Jahre alt. Ich glaube, ich bin dann eher so dabei. Das habe ich nicht gesehen. Was habe ich dafür Verwendung? Ich glaube, ich bin eher dabei, dass wir das so machen, wie ich das letztes Mal gemacht habe. Die musste ich natürlich jetzt abgeben. Die Ballenzange. Grundlagewerkzeug, das ist das hier. Aber das ist mir das, glaube ich, gerade nicht so wert. Aber schreibt ihr mal in die Comments, was ich so machen soll. Leider ist auch schade. Also der mittlere Traktorenbereich ist hier gar nicht vorhanden. Der braucht 90 PS. Der braucht 40, hat 2. Das lassen wir mal. Ah, nein, fast verkauft. Das lohnt sich auch gerade noch nicht, glaube ich. Na gut, wie gesagt, vielen lieben Dank. Oh, Mensch. Fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.